Willkommen zurück, ey. Ich bin total fertig. Ich habe ja schon wieder die Zeit eben überschritten. Okay, jetzt hätte man wahrscheinlich hier ohne irgendwas, ja. Wir hätten jetzt ohne irgendwas hier alle Truhen in Frieden aufsammeln können. Wir hätten uns gar nicht so viel Stress machen müssen. Aber naja. So, haben wir wenigstens noch ein paar Level gekriegt und ich glaube echt, jedes einzelne Level war das so wichtig. Und ich muss jetzt kurz mal hier aufhören. Hier sieht man nochmal, wie so die Wege waren. Aber ich werde kurz hier einen Cut machen. Ich muss kurz Mittagessen gehen. Also bis zum nächsten. Bis gleich dann halt. Ist schon, was ich meine. Ja. So. Weiter geht's. Hat gut geschmeckt. Ich bin satt. Ah. So. Ja. Dürfen jetzt hier ohne Monster nochmal überall rumrennen. Warum wir uns nicht zurück teleportieren dürfen, finde ich ein bisschen doof, aber naja. Aber naja. Wenn wir halt nicht sollen, dann soll es halt nicht sein. Wahrscheinlich wollen sie jetzt, dass wir nochmal reflektieren, was wir hier alles geschafft haben. Wir sind diesen Gang hier entlang gelaufen, haben diese Truhe geöffnet. Sind diesen Treppen hinunter und hoch gegangen. Haben diesen Essensgott hier vergiftet. Ah. Jo. So in der Richtung halt. Es könnte sein, dass ich glaube ich gleich angeschrieben werde. Ich werde nicht nur angeschrieben, ich werde angerufen. Ja, ich mache kurz einen Cut und antworte kurz darauf. Bis gleich. Mann, 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 hier wird man gestört und gestört und gestört. So. Jo. Den ganzen hässlichen Weg müssen wir jetzt zurückrennen, ohne Monster. Nest des Einbrechers. Hm. Auch hier dürfen wir wahrscheinlich nicht raus, soweit ich weiß. Cool wäre es, wenn jetzt hier der Typ stehen würde, der das Zeug verkauft. Das wäre ganz in Ordnung. Könnte ich den sogar nochmal zeigen. Er scheint aber nicht hier rumzustehen. Nein, tut er nicht. Ach, Menno. Nun ja, dann halt nicht. Ich hätte jetzt mal gerne ein Monster gehabt, ey. Ich will jetzt sehen, ob das mit dem Engelsarmband wirklich klappt. Rache der Dame, Ebene 5, immer noch so weit. Naja, okay, die ersten paar Ebenen, die gehen ja relativ schnell bis auf die Ebene 1. Sind die Treppen ja gleich nebeneinander jetzt. Bei den nächsten paar. Ah ne, erst kommt der Gott hier. Ah, wo renne ich denn lang? Hier? Klasse, ich renne noch falsch. Ja, ich glaube, ich könnte eigentlich jetzt hier einen kurzen Cut machen, bis ich wieder oben bin. Allerdings will ich eh bald aufhören. Weil ich will noch weg. Und ich will jetzt nicht hier einen 4-Minuten-Part machen und dann zwischendurch im dem Part so mehrere Tage zu verdingsen, ist auch doof. Deswegen, ja, nehme ich das hier noch auf und quatsch noch ein bisschen schwachsinniges Zeug. Na, du stehst doch hier noch rum. Man sagt, der völkerliche Kriegsgott, bla bla bla. Ja, wir haben einen Gott besiegt, einen komischen Engel haben wir besiegt. Gerade so, der war uns eigentlich total überlegen, aber wir haben ihn besiegt. Tja, es muss halt nicht immer der Stärkere gewinnen. Manchmal gewinnt halt auch einfach der, der ein bisschen ausdauernder ist. In diesem Fall waren wir das. Dank Items und Zauber und Pups. So, Ebene 1, wir sind am Ende. Das epische Abenteuer der heraldischen Ruinen ist vorbei. Nun gibt es noch genau 3 Sachen zu machen. Erstens die Arena, das wird als erstes kommen. Zweitens der Boss ohne Limit, ohne Limiter, genau, der uns dann einfach eiskalt killen wird. Und zu guter Letzt nochmal der Boss ohne was. Ich muss ja zweimal hochrennen, weil der Limiter, den muss man woanders ausschalten. Und insofern, ja. Okay. Also, die 3 Sachen haben wir jetzt noch zu machen. Und dafür gehen wir jetzt zurück nach Alia. Und hier werden wir jetzt uns zurückkicken lassen in die Kampfarena. Aber vorher habe ich was ganz Wichtiges vergessen. Ich
Ich habe keine Lust, dass ich das hier immer der Emulator oder sowas auffängt. Daten speichern. Ja, möchte ich. Genau 32 Stunden gespielt, ha? Huh? Ich treffe das irgendwie ziemlich gut immer mit den Speicherorten. Immer so bei entweder einer coolen Anzahl an Kämpfen oder eben jetzt bei einer guten Anzahl an Dingens. Komm hier, Pinguin, ich will mit dir sprechen. Pigio, Pichu, Pikachu, Pikachu. Du blöder Wern. Pigu, Pikachu, ja. Falcon Kick. Ja. Boom. Und da sind wir wieder auf Nede. Juhu. Lang ist's her. Was? Wo bin ich? Geheimnisvoller alter Mann. Oh, du bist wieder da. Wie war es, deine Reise durch deine Erinnerung? Komm wieder, wenn du noch einmal durch deine Erinnerung reisen willst. Ja, siehste. 7,5 Minuten noch. Ja, ich werde es probieren. Ich werde jetzt einfach mal probieren. Oh, was ist das jetzt für ein Fiebton? Ja, ich werde probieren, jetzt einfach hier diese komische, böse Seele von diesem Vieh zu rufen. Von dieser Gabriel. So. Speichern müssen wir aber vorher nochmal. Damit ich nicht nochmal den Pichu ansprechen muss. So. Denn ihr habt ja gesehen, wie schwer das gegen die war. Und ich werde auch den ganzen Kampf nicht drinnen lassen. Ich werde einfach dazwischen drin aufhören. Das heißt, wir werden uns dann genau hier wiedersehen. Ohne gekämpft zu haben. Und auch ohne wahrscheinlich die Musik gemacht zu haben. Und ich habe keinen Federhalter. So viel dazu. Ich hoffe mal, dass ich hier einen kaufen kann. Aber besser gesagt 20. Auch komisch, warum sind 20? Warum ist 20 das Maximale hier? Das war, glaube ich, auch bei so gut wie allen Star Ocean so 20. Das ist halt nur komisch irgendwie. Sonst ist es immer so 99 oder 50 oder was weiß ich. Ah, 22 ist, 20 ist komisch. So, da haben wir Federhalter. So. Sonst noch irgendwas, was wir nutzen könnten? Werkzeugkasten, ah. Vielleicht kriegen wir ja doch nochmal ein, zwei gute Waffen für Brett zu sehen. Oder zumindest eine. Okay, so. Okay, also, Spezialität. Musiktalent. Komponiere. Und zwar mit der Silbertrompete. Mir scheint ein guter Sound einzufallen. Die Melodie der Götter. Ach, sag jetzt nicht. Okay, ich kaufe jetzt einfach noch ein paar und mache das so lange, bis ich jetzt hier irgendwelche Melodien kriege. Ich glaube nämlich, die Melodie der Götter ist nicht das Richtige. Es muss irgendwie irgendwas Böses muss ich da kriegen. Arie des Bösen oder irgendwie sowas. Ach, Federhalter will ich. So, inzwischen sind es noch 5 Minuten. Okay. Spezialität, Musiktalent, komponiere mit der Silbertrompete. Ah, da habe ich was gekriegt. Ich habe jetzt aber nicht gesehen, was. Okay, gucken wir mal. Spiele Musik. Die böse Melodie. Wenn Trompete 1 aufhört zu spielen, erscheint ein Feind. Nur in Situationen, in denen ein Kampf möglich ist. Wenn Trompete 2 spielt, kann auch ohne Talent ein Erfolg erzielt werden. Oh, das ist cool. Das heißt, man kann dann Zeug herstellen, obwohl man eigentlich dazu nicht unbedingt das Talent hat. Aber naja. So, jetzt aber. Also wenn es aufhört zu spielen, das heißt, stellen wir uns das hier her, wo ein Kampf möglich ist. Und spielen das jetzt. Und es kommt ein Kampf. Es scheint zu funktionieren. Das ist das erste Mal, dass es bei mir funktioniert. Ja, und ihr seht, es ist diese Art Gegner. Also echt, das ist zum ersten Mal, dass ich gegen sie kämpfe. Also ich habe keine Ahnung genau, wie stark sie ist. Aber scheinbar sehr stark, sie kann uns versteinern. Versteinern ist gemein. Rena,
Benutzen wir auch mal bitte Quellwasser. Ich glaube nicht, dass der Kampf hier lange dauern wird. Ich werde ihn auch nochmal machen. Später, wenn ich stärker bin. Ich habe ja schon gesagt, dass ich auf jeden Fall länger noch trainieren werde. Aber jetzt momentan scheine ich einfach keine Chance dagegen zu haben. Das ist ja... Ihr seht ja, was das hier ist. Es ist eine Abschlachtung. Ah, Schattenfackel. Gut. Die Frage ist jetzt, tut das Cloud noch was? Ja, Cloud verliert was. Nicht schön. Quellwasser auf Ashton. Oh. Wort des Todes funktioniert sogar. Normalerweise funktioniert das eigentlich immer nie. Aber okay. Gut. So. Oh, geil. Der hat schön gesessen, der Schlag. Der auch. Hat trotzdem mal ganz was abgekriegt hier. Ah, naja. Also, ich habe aber schon erzählt und es wird auch nicht anders laufen. Wir werden den Kampf hier verlieren, da hat sich das. So. Quellwasser auf Ashton. Ah, ist geil, wenn wir so von hinten treffen. Dann ziehen wir, zumindest jetzt mit Cloud, diesmal auch wenigstens einiges ab. Feenlicht. Welches Spreads ist nicht heil? Aber das machen wir mal kurz mit Quellwasser. Juhu, und Ashton ist, Cloud ist auch versteinert. Quellwasser, Cloud. Cloud, Angriff. Cloud ist tot. Gehen das jetzt Abwehren ein. Gut, dass ich sie jetzt steuere, dadurch kann ich dem Angriff hier ausweichen. Jo, wo haben wir denn? Da. So, aufs Maul kriegst du. Ganz simpel. Dann kriegen wir aufs Maul. So, Rena, zauberst du gerade? Ja, gut. Ich habe keine Ahnung, was du zauberst. Lebt sie jetzt Ashton wieder, der versteinert ist? Ja. Okay. Ich heile jetzt mal Cloud. Wie viel Zeit haben wir noch? Eine halbe Minute. Rena ist tot. Ja, und das war's. Gut. Okay, da habe ich den übrigens auch mal gezeigt. Ich werde dann, wenn ich den Kampf mal ernst nehme, so was wie Steinimpfung vielleicht reinmachen, dass ich nicht so oft versteinert werde. Aber ich werde halt auch an sich stärker dann sein, also. Ich werde jetzt in der Kampfarena viel rumtrainieren, vor allem mit Cloud und Ashton, glaube ich. Und, ja, so in etwa halt. Ich werde versuchen, einen Überlebenskampf zu gewinnen und so ein Zeug. Und ich weiß nicht, vielleicht besiege ich sie auch nicht, keine Ahnung. Ich glaube, da bekommt man auch ein Item, ich weiß jetzt gar nicht welches. Ich würde sie einfach gerne mal besiegen, also. Ich werde es auf jeden Fall aufnehmen, ob ich es... Weiß halt nur noch nicht wann. Aber ich werde es tun. Aber das war erstmal genug für heute. Ich verabschiede mich. Das war Let's Play Star Ocean, The Second Story. Man sieht sich beim nächsten Mal. Tschüss.